Hi ihr Lieben, heute habe ich einen kleinen, aber feinen Tipp mitgebracht für alle, die sich gerade auf dem Heilungsweg aus Depressionen oder Angststörungen befinden. Ich habe nämlich selber gerade mal wieder eine Aufräumphase und was mir da so für Erkenntnisse kommen, was mir hilft, um endlich ein Stückchen rauszuwachsen aus meinem alten, depressiven Ich rein in mein neues, gesundes, glückliches Ich, das erzähle ich euch in diesem Video. Herzlich willkommen beim Seelenklopfen. Mein Name ist Sabine König, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie aus Köln und das hier ist mein Podcast Depressionen mit Liebe überwinden. Und der kleine Tipp, den ich euch heute mitgebracht habe, kommt aus meinem eigenen Nähkästchen. Davon möchte ich euch jetzt mal eben erzählen, weil es könnte sein, dass das noch mehr Leute betrifft und nicht nur mich. Nämlich, ich habe mich in der letzten Zeit immer mal wieder dabei erwischt, wie ich anderen Menschen irgendwelche Stories über mich erzähle. Also so Bullshit-Stories, so Geschichten von mir, wie ich vielleicht früher mal war, wie ich aber schon längst nicht mehr bin. Und Geschichten, mit denen ich mich, ohne es zu wollen so richtig, kleiner halte, als ich bin. Zum Beispiel, habe ich euch ja schon mal erzählt in diversen Videos, dass ich früher total schüchtern war. Und ich hatte eine Sozialphobie und ich habe mich überhaupt nicht getraut, auf Menschen zuzugehen. Und habe das wirklich in einem langwierigen Transformationsprozess lernen müssen. Und manchmal erwische ich mich heute noch dabei, wie ich vor mich hin jammere und denke, ich bin ja leider so und so und bei mir geht ja das und das nicht und ich müsste ja eigentlich so und so sein. Und manchmal, vielleicht kennt ihr das auch, kommt dann so ein Feedback von anderen, die dann so gucken und denken, hä, was erzählt die denn da? Das stimmt doch gar nicht. Ich habe also tatsächlich noch vor wenigen Wochen irgendjemandem, den ich genau kennengelernt habe, erzählt, ja, ich bin ja eher so introvertiert und es fällt mir ja schwer, auf Menschen zuzugehen. Und die haben mich dann angeguckt wie ein Auto und dann habe ich gedacht, stimmt, das stimmt überhaupt nicht mehr. Das hat vor vielen Jahren mal gestimmt. Da traf das mal zu. Und ich habe mich dabei erwischt, wie ich die alten Bullshit-Stories wieder ausgekramt habe, aus welchen komischen Motiven heraus auch immer. Also wenn du das von dir kennst, dass du so dein altes Ich, was du eigentlich gar nicht mehr haben willst, vor anderen Menschen so beschreibst, erwisch dich mal dabei und frag dich, stimmt das noch? Und dann frag dich, warum erzähle ich denn so einen Mist? Also warum? Was hat das für ein, hat das vielleicht einen Sekundärgewinn? In dem Moment mich kleiner zu machen, als ich bin? Oder worum geht's da wirklich? Möchte ich eine Tüte Mitleid von den Leuten haben oder möchte ich, dass sie nicht so hohe Ansprüche an mich stellen und denken, ach ja, so, wenn die ja nicht so toll ist, dann kann die ja gar nichts leisten oder sowas. Keine Ahnung, was das war. Aber es ist mir in letzter Zeit häufiger passiert, dass ich mich wirklich erwischt habe und dann für mich später im Nachhinein nochmal drüber nachgedacht habe, über die Situation, über das Gespräch und habe dann für mich eine Entscheidung getroffen. Das will ich nicht mehr. Ich werde nicht mehr mein altes, depressives Ich weiter füttern, indem ich irgendwelchen Menschen, egal ob es Therapeuten sind, Freunden, Familie, wem auch immer, immer wieder von meinem alten Ich erzähle, wie schlimm das für mich ist und wie ich bin. Es ist ein Bullshit. Und das Gleiche gilt auch für andere Dinge, zum Beispiel Schlaf. Ich habe ja im Moment in meiner Aufräumphase, es passieren so viele krasse Dinge, gerade in meinem Leben. Ich bin in so einer krassen Transformation, erzähle ich euch dann, wenn ich dann durch bin, noch bin ich mittendrin. Aber da habe ich halt auch mal so Rückfälle mit Schlafstörungen. Und ich habe mich jetzt dabei erwischt, wie ich mir selber die Story erzähle. Nachts wach zu liegen wäre was Schlimmes. Das dürfte nicht passieren. Und ich würde dann am nächsten Morgen müde sein und dann wäre ich ja gar nicht mehr leistungsfähig. Und jetzt wird es aber mal langsam Zeit, dass ich mal wieder durchschlafe. Ich habe mich dabei erwischt, dass ich mir so einen Mist erzähle. Und was wäre, wenn das alles gar nicht stimmt? Was wäre, wenn das ein Teil meiner alten Bullshit-Stories ist von damals? Und was wäre, wenn ich aufhören würde, meinen Schlaf überhaupt in irgendeiner Form zu bewerten? Oder wenn ich damit aufhöre, mir so einen Mist zu glauben, wenn ich jetzt nachts wach liege, dass ich dann morgen müde bin? Klingt jetzt vielleicht für dich ein bisschen provokativ, wenn du darunter leidest und auch tagsüber müde bist. Aber guck mal, ob ich vielleicht ein kleines Stückchen Recht haben könnte. Dass du dir auch diese Geschichten immer wieder erzählst, dass du am nächsten Tag zu nichts zu gebrauchen bist, wenn du nicht geschlafen hast. Was wäre, wenn das gar nicht stimmt? Ich habe das nämlich letzte Nacht gehabt.
bin wach geworden, habe mich dann dabei erwischt, wie ich vor mir selber rumgejammert habe, dass ich jetzt wach liege, und habe dann gesagt, nein, verdammt nochmal, ich höre mit meinen Geschichten auf. Ich höre auf, meinen Schlaf zu bewerten und ich entscheide mich dafür, dass sowieso alles gut wird, weil alles immer für mich ist und weil diese Krise für mich ist. Nein, es ist gar keine Krise eigentlich, es ist eine Transformationszeit. Krise ist so ein, naja, hat halt den Beigeschmack der Katastrophe, ne, dieses Wort. Da gibt es so ein Zitat von, ich glaube, Max Frisch. Krise ist ein produktiver Zustand, man muss ihn nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Genau das. So, ich achte auf meine Sprechweise, weil mein Unterbewusstsein hört ja immer mit. Und wenn ich mir was davon erzähle, ich hätte eine Krise, dann habe ich auch eine. Nö, will ich das? Ich habe keine Krise. Ich habe eine Aufräumphase halt. Eine Transformationsphase. Und das ist geil. Es ist auch irgendwie ein Abenteuer, sich in ein neues Ich zu entwickeln, merke ich gerade. Und was wäre, wenn du auch die Chance hast, das anders zu bewerten, was dir in deiner Krise passiert? Was wäre, wenn du einfach mal achtsam durch deinen Alltag gehst und ein bisschen mehr darauf achtest, was du dir selber den ganzen Tag so erzählst? Mach dir bitte wirklich bewusst, dein Unterbewusstsein hört immer mit. Alles, was du dir selber erzählst über dich, was Negatives, das zementierst du und manifestierst es und machst es fester und sicherer und förderst hier oben diese falschen Strukturen im Hirn, die du eigentlich gar nicht haben willst. So, und das habe ich heute Morgen beschlossen und gesagt, okay, es ist, wie es ist. Und habe einfach mein Ergebnis klar gemacht für den nächsten Tag und gesagt, ich bin fit. Weil ich jetzt nämlich gerade heute ein Experteninterview hatte, eine Aufzeichnung für einen neuen Online-Kongress, wo ich als Expertin für Depression und EFT sprechen durfte. Und deswegen habe ich gedacht, oh mein Gott, da muss ich doch ausgeschlafen sein. Nö, was wenn nicht? Also ich möchte dich heute einfach einladen, deine Welt, deine Erlebnisse, all das anders zu betrachten und dich dabei zu erwischen, wie du es bewertest und ob du es als negativer bewertest als nötig, weil das führt dann wieder zu negativen Gefühlen. Das ist nämlich die Krux dabei. Das ist ein Teufelskreis. Du hast negative Gedanken, das führt zu negativen Gefühlen. Diese negativen Gefühle führen wiederum zu negativen Gedanken und die wiederum zu negativen Gefühlen. Dann hängst du in dieser Schleife drin. Und du hast die Macht, dich dabei zu erwischen, mit den negativen Gedanken aufzuhören. Und dir wirklich anzutrainieren, neu über dich zu denken. Das heißt achtsam sein und das heißt aber auch aufräumen. Also wirklich an deinen Glaubenssätzen ganz aktiv arbeiten. Zum Beispiel mit EFT. Ne, wenn du die Klopftechnik anwendest, um wirklich an solchen Glaubenssätzen zu arbeiten. Wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ich muss perfekt sein, bla bla bla, dieses ganze Zeug. Habe ich jetzt gerade heute in dem Interview für den Online-Kongress haben wir eine Live-Klopf-Runde gemacht. Wirst du dann sehen, wenn du dich anmeldest. Da mache ich nochmal ein extra Video drüber. Raus aus der psychischen Krise heißt dieser Kongress, fängt am 11. Mai an. Und da kannst du dich dann anmelden, wenn es soweit ist. Ist jetzt, glaube ich, im Moment noch nicht eröffnet. Genau. Aber schreib mir gerne mal in die Kommentare, was es mit dir macht. Also wenn du gerne mal lernen möchtest, wie du mit EFT an diesen Glaubenssätzen arbeiten kannst, dann melde dich gerne bei mir oder mach das mit meinem Online-Kurs. Ich habe ein Online-Kurs-Modul, ein einzelnes Modul mit 15 Videos, davon 10 mit Klopfrunden zum Thema Glaubenssätze auflösen. Ja, unter anderem die ganzen anderen Themen kannst du dich gerne auf meiner Website mal umschauen, onlinekurs.seelenklopfen.de. Da kannst du wirklich aufräumen. Und sowohl Emotionen als auch Ängste, als auch Glaubenssätze, als auch nicht Nein sagen können, Abgrenzung, Selbstsabotage, diese ganzen Themen werden da zeige ich dir, wie du das eigenständig für dich auflösen kannst. Deswegen darfst du das sehr gerne nutzen. Okay, jetzt freue ich mich auf eure Kommentare. Ihr dürft natürlich wie immer das Video gerne liken, weiterleiten an diejenigen, von denen ihr das Gefühl habt, oh, die könnte das auch betreffen. Und meinen Kanal natürlich gerne abonnieren. Und jetzt macht es gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.